David Coulthard flirtet weiter mit der DTM. Er stand bei den offiziellen ITR-Testfahrten in Valencia ganz besonders im Fokus. Der ehemalige Formel-1-Pilot testete erneut einen Tag in der Mercedes-Benz C-Klasse und unterstrich damit seine Ambitionen auf einen Einstieg in die DTM. It was a good chance. I think what have I done? Four different. Die Chancen stehen nicht schlecht. Ich habe bereits 5 Tage getestet. Ich hoffe, wir können uns am Ende einigen. Mal abwarten. Auch mögliche Teamkollegen und zukünftige Konkurrenten würden ein Engagement von Coulthard in der DTM begrüßen. Für uns in der DTM wäre es natürlich perfekt, einen weiteren Namen zu haben, der die Serie aufwertet. Und nicht nur das, sondern hat sich an den Tests auch verdammt gut angestellt. Also er wird also auch vorne dabei sein. Von daher kann man nur hoffen, dass er kommt. Ja, ich denke, der DTM tut auch der Name wieder gut. Keine Frage. Respekt vor der Entscheidung, dass er kommen möchte und kommt. Denn er hat, glaube ich, viele von Mainz-Fahrer gesehen, die es probiert haben, die sich schwer getan haben. Und er weiß, in was für ein Haifischbecken er reinspringt. Auf dem Circuit Ricardo Tormo fuhr Mercedes-Benz-Pilot Ralf Schumacher die insgesamt schnellste Rundenzeit der gesamten Testfahrten. Ganz stark auch der Auftritt von Audi-Neuzugang Miguel Molina. Der Spanier fuhr die zweitschnellste Rundenzeit vor seinem ebenfalls überzeugenden Markenkollegen Mike Rockenfeller. Für Aufsehen sorgte auch der Auftritt des Chinesen Kong Fu Cheng. Der ehemalige Fahrer der Formel 3 Euro-Serie 2008 testete ebenfalls in Valencia. Er wird derzeit als 9. Fahrer für Mercedes-Benz gehandelt. Während die DTM auf den bevorstehenden Saisonstart Ende April hinfiebert, debütierte DTM-Pilot Paul Di Resta als Testfahrer für das Force India Formel 1 Team im australischen Melbourne. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine tolle Möglichkeit für mich, am Freitag als Testfahrer im Einsatz zu sein. Ich habe sehr lang darauf hingearbeitet. Ich hoffe, dass alles problemlos läuft und dass ich dann auch noch ein paar Informationen für das Team sammeln kann. Und dann wäre es ein perfektes Wochenende für mich. Aber nicht nur Paul Di Resta fehlte bei den Testfahrten in Valencia. Gary Paffett ging ebenfalls seinem Nebenjob nach und war als Testpilot mit der Formel 1 unterwegs. Im Team von McLaren Mercedes kam er zwar nicht zum Einsatz, durfte dafür aber den ersten Saisonsieg von Jenson Button bejubeln. Und vielleicht freut er sich schon bald über den nächsten Briten in der DTM.